Hallo, der Toni vom Team Das Kellerbuch. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie unsere Traubenannahme funktioniert. Ihr müsst dazu bitte in das Modul Die Traubenannahme gehen und hier auf die Gruppe Waage. Jetzt kann bei euch auch vielleicht angezeigt werden der Punkt Monitor bzw. auch möglicherweise die Fremdwiegung. Kurze Information dazu. Die Fremdwiegung wird nur von ein paar Kunden eingesetzt, die ihr System mit einer Brückenwaage zum Beispiel verbunden haben und auch unterjährig das System nutzen, um zum Beispiel Schotter-LKW, was auch immer, zu wiegen. Die Funktion Monitor dient dazu, dass ihr dem Traubenlieferanten das Gewicht beispielsweise über einen externen Monitor groß anzeigen könnt. Wenn ihr das gern haben möchtet, dann bitte mit uns Kontakt aufnehmen und wir können das dann mit euch gemeinsam einstellen und konfigurieren. Ihr braucht dabei typischerweise die Funktion Waage und bekommt dann einen Überblick all eurer Lieferanten und natürlich auch eurer eigenen Betriebe. Ihr werdet jetzt einmal eine Wiegung von einer Lieferantin machen, in meinem Fall von der Maya Franziska, und sehe alle ihre Feldstücke. Als nächstes suche ich mir das Feldstück aus, von dem sie mir die Ware liefert und mache einen Doppelklick drauf. Die nächste Eingabe, die ihr dann tätigen müsst, ist die Erfassung der KMW, in meinem Fall 18,5. Und wenn ihr keine Waage angeschlossen habt, müsst ihr das Gewicht manuell eingeben. Das war bei mir eine Box mit 360 Kilogramm. Allgemein zu der Traubenannahme ist zu sagen, es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, das Teil zu verwenden. Das kann sein, weil ihr eine Brückenwaage habt, wo ihr gleich das ganze Gespann drauf fahren lasst, oder es kann auch von mir aus eine Palettenwaage sein, wo jeweils nur eine Box draufkommt. Es gibt hier wirklich sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Die würden mit Sicherheit den Rahmen von diesem Video sprengen. Aber wenn es, wie gesagt, zu dem einen oder anderen Punkt einen Wunsch gibt oder wenn wir das für euch einstellen können oder dürfen, bitte meldet euch bei uns und wir helfen euch dann. So, in meinem Fall, wie gesagt, kann ich abschließen, indem dass ich hier auf die OK-Taste klicke. Ich habe da bei mir eingestellt zum Beispiel ein Boxensystem und das war in dem Fall eine neue Lesebox. Mit OK beschließen. Dann bekommt ihr hier in meinem Fall als PDF, bei euch wird das so eingestellt sein, dass das automatisch gleich ausgedruckt wird, so ein Zukaufsblatt. Auch dieses Zukaufsblatt, wie bei uns gewöhnt, kann man jetzt frei einstellen mit Logo, mit Schriftart und so weiter und so fort. Das ist einmal der ganz einfache und typische Ablauf, wenn alles bei euch richtig eingestellt ist, wie diese Traubenannahme funktioniert. Vielleicht gleich eine Erweiterung dazu. Speziell dann, wenn ihr mehr als einen Betrieb führt. Wir können ja bei uns einstellen, wie in einem anderen Video gezeigt, welcher Betrieb, also welcher eigene Betrieb, von welchem Lieferanten die Trauben annimmt. In der Praxis hat es gezeigt, dass es aber auch passieren kann, dass jetzt gerade der andere Betrieb von mir aus die Trauben annehmen muss. Das wäre auch relativ einfach gleich zum Erledigen. Und zwar, in meinem Fall wäre das zwar für die Franziska Meier eingestellt, also ich mache die wohl auf, aber möchte jetzt mit meinem anderen Betrieb die Ware von ihr annehmen. In dem Fall klicke ich zum Beispiel hier auf die Schaltfläche weiter und bekomme dann diese Möglichkeit umzustellen, dass ich sage, nein, diese Ware wird zum Beispiel vom Weingut angenommen. Der restliche Ablauf funktioniert wie gerade vor ein paar Minuten gezeigt. Das war mal der Grunddurchlauf, wie unsere Traubenannahme funktioniert. Es wird natürlich wiederum Erweiterungsvideos geben für die Einstellungen, für Spezialitäten und so weiter. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.